Jo, hallo liebe Freunde, willkommen zurück zu Let's Play FIFA 13 Beer Goalkeeper mit mir, dem Patian LP. Das Match heißt Manchester United vs. FC Barcelona. Ja, wir haben uns mal die Tormann-Position ergattert. Jetzt hoffe ich natürlich, wir spielen auch mit meinen, mit der Nummer 1. Sonst würde ich die Aufnahme beenden und ihr würdet sie niemals hören. Upsala. So, 99 haben wir mal da hinten. Zoffen wir natürlich, nee, der war zu gut geschossen, zoffen wir natürlich, dass wir wirklich die Nummer 1 haben im Spiel. Es ist ein 10 gegen 10 Spiel und wir haben die Nummer 1 perfekt im hässlichen Tormann-Trikot des FC Barcelonas. Schauen wir mal, wie das Match so läuft. Das könnte schon mal Geld geben, das wird auch Geld geben, dann im Nachhinein, denke ich mal. Der will jetzt gleich schießen. Oder hat gar nicht die Möglichkeit zu schießen. Und antäuschen. Und einfach nur weg. Aber auch sicher weg. Und ein bisschen gezielter sogar weg als sonst. So dass wir auch im Ballbesitz bleiben. Er ist frei. Und er hält ihn. Suarez. Ach, die Tormannhosen sehen doch belämmert aus, finde ich. Abseits? Nee, er geht nicht ran. Oh, der wollte aufs Lange. Oh, fuck. Fuck, fuck, fuck. Jetzt werden sie mich aus dem Spiel kicken. Das weiß ich jetzt schon. Oder er weiß es nicht. Na komm. Spielt euch nicht blöd rum. Ich muss da was ausbessern. Ja, so offensichtlich. Boah, jetzt bin ich auch im Ärgerungsmodus. Glück gehabt, dass der linke Verteidiger ihn noch rausgeholt hat. Aber solche sinnlose Pässe, und er passt ja erst überhaupt nicht. Das hat er natürlich nicht nötig. Gerade noch rechtzeitig geklärt. So. Da freut sich der Trainer. Genau, schießt von der Position gegen einen echten Tormann. Ja, ist eine eigensinnige Mannschaft, dieser FC Barcelona. Ja, sieht man jetzt schon wieder. Ja, ich war eindeutig schuld, das sage ich euch jetzt schon. So. Alter. Warum klärt mein Gegenverteidiger das nicht? Warum? Warum, warum, warum? Da war ich nicht schuld. Aber beim ersten Tor, ich war schuld, aber ich kann es auch erklären, warum. Er wollte ja den ersten Schuss aufs Lange ziehen. Und hat das auch getan. War ich schon auf dem rechten Weg, dadurch habe ich mich auch weiter nach rechts bewegt, dadurch war das kurze Eck ein bisschen offen, dann war ich schon wieder in der Linksbewegung und dann kommt er nochmal an den Ball und dann hatte ich natürlich keine Chance mehr, den zu holen. Hätte ich irgendwie besser lösen müssen. Aber man kann ja nicht jedes Spiel perfekt spielen. Besonders mit der Verteidigung. So, raus da. Kommt nicht an. Jetzt Manchester United im Ballbesitz. Und jetzt aber die Chance für uns. Schieß nicht. Boah. Schieß nicht passen, wollte ich sagen. Aber dazu konnte er auch nicht. Sehr logisch. Oh. Die Verteidigung kostet mich alle Nerven und Können. Das merke ich jetzt schon. Und das erst noch nicht mal ein Drittel vorbei. Yes! Der Anschlusstreffer. Der war wundervoll gemacht. So ein Tor gegen einen echten Tormann zu schießen. Also mit echten Tormann meine ich bei FIFA immer. Von einem Menschen gesteuert.
ist schon Hammer. Da musst du echt genau in den Winkel treffen und so raufziehen. Und es ist halt dann immer schwierig, dass du in den Winkel triffst und dass du nicht zu sehr raufziehst. Jetzt kommt ein Tipp von mir. Wenn ihr im 1 gegen 1 steht, im Laufduell, also er kommt euch entgegen und er setzt zum Lupfer an und er macht ihn auch. Und der Lupfer ist schon über euch, lauft, aber drückt den Analogstick erst, wenn sich der Ball senkt oder wenn er knapp vor der Torlinie ist. Weil vorher springt er einfach unnötig, der Tormann. Das kennt ihr ja, der Ball ist 10 Meter über ihn und er springt trotzdem. Das macht einfach so, wie ich es gesagt habe. Lang genug laufen noch. Und wer kommt daran? Wenigstens die Verteidigung. Aber die kann ich klären. So. Einfach weg und nicht in die Mitte passen, bitte. Danke. Der kommt... Ah, da hat er einen langen Fuß. Also wirklich den Analogstick erst... Ah. Oh, oh, boah. Gerade noch in die andere Richtung gekommen. Ja, geh weg. Haut ab, ihr zwei. Kommt, weg, weg, weg. Ja, meine Verteidigung lässt mich so ziemlich im Stich. Weil, was die da zusammenspielen... Wahnsinn. Wo können wir hinspielen? Warum ist der nach... Ah, jetzt steht da natürlich links wieder keiner frei, weil der ja weglaufen muss. Bringst du den Ball mal weg, bitte? Dann kann man auch mit mehr Übersicht spielen. Und ich bedanke mich für das Lob im letzten Spiel mit der Übersicht. Ja, da sage ich wirklich danke, dass ihr mir das auch sagt. Und da beamt der Ball in die Hände des Tormanns. Elfer! Hey, Schiri, das war der Tormann, der uns da reingeschlagen hat. Ja, super genial, oder? Was die da aufführen. Hammer, Slapstick vom Feinsten. Ein Steilpass, da steht immer drauf. Risiko. Ah, der kommt nicht ran. Und jetzt wird der Schiri auch abpfeifen. Ja, so ist es. 2-1. Erste Tor. Vielleicht können wir es uns sogar anschauen. Können wir nicht. Wie sieht es mit den Leistungen aus? Jetzt brauchen wir noch 19 Spiele für mehr Fangsicherheit. 29 für Abschlag. Ja, für Reflexe 105. Ist ja komisch, oder? Von 100 auf 105. Einen Elfer noch für die Flugparade. Das wäre wichtig. Flugparaden, da ist das, das ist das Schwierigste, dass du das alles bekommst. Das ist schlimm. Also ich habe 71 Spiele. Das wären schon noch, da werde ich schon 400, 450 brauchen, damit ich das dann voll habe. Habe ich so das Gefühl. Manchester United führt 2-1 nach der Halbzeit. Sehen wir, was der FC Barcelona jetzt noch machen kann. Querlegen. Ah, da ist der Tormann rausgekommen. Hat aber auch schön gemacht. Gut gemacht und jetzt weg damit. Und das meinte ich mit... Schlagt ihn einfach weg, bevor er ihn so behindert wegpasst. Weil es könnte jetzt nach der Flanke ein Tor entstehen können. Ja, weil man ihn so verliert. War Konterchance für ManU, für die Red Devils. Stehen die alle im Abseits? Keiner steht im Abseits. Der war hart geschossen. Ist immer schwierig, den sicher zu halten. Und wir bekommen den Abstoß. Die Kugel rauscht ins Tor aus. Abstoß ist die Folge. Hab dich schon gesehen. Ah, da ist der Innenverteidiger oder Außenverteidiger, besser gesagt.
Den hätte ich gehabt. Da war ich auch schon mit dem Laufen. Ja, kann ja nicht immer funktionieren, kann ja nicht immer klappen, aber ich glaube, einfach in die Mitte. Irgendwie kommt jeder Gegner, jeder Ball einfach von mir an den Gegner. Oh, das war knapp. Das tut mir fast leid, aber nur fast. So, und jetzt muss doch was gehen. Und Abseits, das tut weh, das tut weh. Die 10 im Abseits. Wohin geht der? Konter! Komm, Junge! Die zweite Halbzeit zerfließt immer so ein bisschen, kommt mir vor. Da geht nichts weiter. Wechsel im Ballbesitz, Barcelona hat ihn. Seht ihr das? Und man verliert natürlich den Ball gerne bei Menü. Ey, geh aus dem Abseits da. Schön gemacht. Ah, ich dachte, wir sind am Ball. Wechsel im Ballbesitz. Barcelona hat ihn. Und wir bleiben am Ball. Ah, da wollte er den Ball abnehmen und hat dann halt geschossen durch die Kreistaste. Schau, das hätte auch arschblöd ausgehen können. Das ist ein ignoranter Typ. Da hätte er das schöner lösen können, anstatt da jetzt auf Ego zu machen. Was will er wieder? Meine Güte. Ja, die sollen sich alle bei mir im Team zusammenreißen, sonst wird das nichts. Das gibt es doch nicht, Leute. Ziemlich kranker Pass. Jetzt Manchester United im Ballbesitz. Oh, langweiliges Spiel, oder? Jetzt gegen Ende. Da passiert gar nichts mehr. Außer dass wir im Mittelfeld Ping-Pong spielen. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Was wird das? Das wird ganz gefährlich. Ja, ich dachte schon, er schießt aus Kurze, deshalb habe ich mich schon bereitgestellt. Aber dann versucht er es mit seinem Lupfer. Also was das habe ich auch noch nie erlebt. Aus der Perspektive, Position, ein Lupferversuch. Kann er querlegen. Ja, er schießt sogar und macht das Tor. Ich glaube, da hat der Tormann auch mit Querlegen spekuliert. Oder ist einfach so schlecht. War auch direkt neben die Füße geschossen. Den in echt, also jetzt wirklich in Real Life rauszuholen, direkt neben die Füße geschossen, ist auch nicht leicht. Da musst du die Füße schnell rausreißen können. So. Morgen bin ich auch wieder bei der Schülerliga dabei, natürlich im Tor. Wird lustig in der Halle auf Handballtore, das tut meistens weh. So wirkliche Schoner habe ich jetzt auch. Ja, habe ich schon, natürlich alles gepolstert schön. Knieschoner habe ich auch, aber die tue ich nicht rauf. Es tut ja hauptsächlich bei der Hüfte weh und da kannst du meistens so viel polstern, wie du willst. Das schmerzt einfach. Oh! Und da fälscht er den noch ab. Direkt rein. Holen wir uns das Unentschieden, holen wir einen Sieg oder schießt der Gegner noch ein Tor? Das will ich natürlich verhindern. Eine super Technik, wie er da den Ball in der Luft verarbeitet. Ah! Warum machen die diese Schüsse aus der Drehung? Ich denke ja meistens ist versehen, aber... Was passiert jetzt? Jetzt haben wir wieder viele Gegner im Strafraum. Flacken wir uns mal hin, weil es so lustig aussieht. Ja, was? Meine Verteidiger, die machen einfach so gefährliche Dinge.
Der Verteidiger hat ja auch im 16er den Ball verloren beim 1:0. Ja, so kann es weitergehen. Also, was da teilweise geschieht. Gibt's Elfer? Es gibt Elfer. Leute, es gibt Elfer. Schön getroffen. Und hart geschossen, sodass der Tormann keine Chance mehr hatte. Und jetzt führen wir sogar 3-2. Nachdem wir 2-0 hinten waren, Leute. Puh, was lässt sich ManU da noch einfallen für die letzten 3 Minuten? Können sie sich noch was einfallen lassen? Oder sind sie schon so unkonzentriert? Wenn der Innenverteidiger schon in der... Das macht mich auch einfach aggressiv. Sowas zum Beispiel. Da läuft einer direkt nebenbei her und er passt einfach nicht ab. Aus ist es. Pfeif ab, Schiri. Und Achtung, genau hingeschaut. Will er aufs Lange? Ja, er wollte aufs Lange. Ich sehe auch den Ball nicht mehr. Ah, wir haben den Ball, das war der Sieg. Oh, das war nicht der Sieg. Was wird das? Was macht der Innenverteidiger da? Oh! Direkt auf mich. Aber jetzt haben wir es geschafft. Noch eine Parade, die dann Sieg gesichert hat, Leute. Huh, Sprungkraft haben wir auch noch geschafft. 115 abgeschlossene Spiele. Boah, das war stressig. Das war stressig. Ich sag danke fürs Zusehen. Wir haben einen Sieg geholt. Danke fürs Zusehen. Ihr seid die besten Leute. Euer Patian LP.